Assalamu alaikum, mein Name ist Fabio Musa Torregiani. Ich bin geborener Italiener. Ich bin zum Islam gekommen vor 5 Jahren, Alhamdulillah. Ich habe damals eine Muslima kennengelernt, eine Türkin, die mir den Weg gezeigt hat zum Islam, indem sie mir Bücher gegeben hat, Suren aufgeschrieben hat, die Bedeutung gezeigt hat. Und dann, als ich damals nach Frankfurt gezogen bin, habe ich noch viele andere Brüder kennengelernt, unter anderem einen halb amerikanisch, halb pakistanischen Bruder, der mir auch viel vom Islam gezeigt hat und mich dann hier in Frankfurt zu einem Jugendtreffen mitgenommen hat, wo ich dann gesehen habe, wie die Brüderlichkeit zusammen war. Also wir haben da gesessen, nicht um irgendwas zu machen, um Party zu machen oder irgendetwas anderes. Wir haben gegessen, wir haben Pizza bestellt, wir haben über Koran geredet, Sunna, über Vorträge gehabt. Und ja, durch diese ganze Gemeinschaft bin ich dann zum Islam gekommen. Mein erstes Buch, was ich gelesen hatte, war Sira, weil ich nichts von Mohammed sallallahu alaihi wasallam kannte. Und so musste ich dann erstmal den Propheten kennenlernen. Und durch die ganzen Wunder im Koran, weil es gibt manche Sachen bei Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wie bekannt ist, war ja Analphabet. Und dadurch, was im Koran steht, das kann er nicht, wie gesagt, selber erfunden haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel geben soll oder so. Ich weiß, weil wie zum Beispiel in Surah Ar-Rahman steht ja drin mit der Scheidewand zwischen Salz und Süßwasser. Und ich habe mir dann so vorgestellt, es kann ja nicht sein, dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam rumgegangen ist und dann mit dem Finger, Salz, süß, denkst, das kann nicht sein, das muss also von Allah sein. Solche Sachen, oder wie mit dem Kind, wann das Gesicht kommt, und mehrere Beweise im Koran. Ja, und dann bin ich zum Islam gekommen und Alhamdulillah habe noch viele andere Brüder kennengelernt, die hier in Frankfurt zum Islam gekommen sind, Spanier, auch unter anderem andere Italiener. Mein Bruder ist auch Alhamdulillah vor 1,5 Jahren Muslim geworden. Und inshallah meine ganze Familie wird dazu kommen. Und ja. Ich frag dich mal, was kannst du 5 Jahre später sagen über den Islam? Hast du die richtige Entscheidung getroffen? Die richtige Entscheidung, das war die beste Entscheidung, was ich in meinem Leben machen konnte. Also wenn man wirklich überlegt, früher, ich war Christ, ich habe auch viel im Christentum, ich musste Kirche gehen, ich habe Kommunion gemacht und alles drum und dran. Aber wenn ich heute denke, ich war vorher schon Muslim, weil ich habe nie Jesus oder so angebetet. Ich habe immer an Allah geglaubt. Und wenn man Koran liest, man weiß sowieso, ich habe viel gelernt. Apropos, mein Leben hat sich richtig geändert. Ich war früher unpünktlich, ich habe früher Bier getrunken, ich habe geraucht, also Zigaretten. Und das ist alles weg, ich bin wieder pünktlich, ich habe Rauch nicht mehr und alles mögliche. Alhamdulillah, mein Leben hat eine Linie angeformt durch den Islam, Alhamdulillah. Und ja. So, was wünschst du dir für unsere Mitmenschen in Deutschland? Was appellierst du an die Mitbürger und Mitbürgerinnen? Also an die Muslime erstmal, dass sie standhaft bleiben und geduldig sind. Weil ich kenne das selbst von mir, wenn irgendwas passiert mit über Islam, wir reagieren falsch. Wir reagieren nicht so, wie Mohammed sallallahu alaihi wasallam reagiert hat. Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat sanftmutig und ruhig reagiert. Und an die anderen Menschen, sie sollen den Islam nicht sofort in eine Sparte, in eine Schublade schieben, weil man soll sich das erstmal anschauen. Man soll forschen, wie wenn mich einer kommt zu mir und sagt, was mit Politik ist, das, dann sage ich, tut mir leid, ich habe kein Wissen darüber. Genauso sollen die anderen Menschen auch. Wenn sie das Wissen haben darüber, sollen sie es reden. Und inshallah werden die Nicht-Muslime das Wissen darüber selbst erlangen und nicht einfach durch sogenannte Islam-Experten. Das ist meine Meinung. Dankeschön, lieber Bruder, Jazakallah khair.